Ich habe generell das Gefühl, dass es sehr viele Leute gibt, die Komplimente vergeben für Sauberdüfte. Das ist so ein richtiger Weichspülduft. Der riecht einfach nur nach Weichspüler, nach Sauberkeit. Das ist eigentlich gar kein Parfüm. Das ist nur ein Molekül. Das ist eine Baumwolldecke, die frisch gewaschen wurde und die danach im Trockner gelandet ist. Und wenn du die rausholst, genauso riecht der Duft. Hallo meine Lieben, willkommen auf diesem gut duftenden Kanal. Mein Name ist Angelina Patchouli und ich quatsche wirklich sehr gern über Parfüm, eins der schönsten Themen auf dieser Welt. In dem heutigen Video geht es nämlich um ein Thema, das sehr, sehr oft bei mir angefragt wurde. Und zwar Düfte, die nach Sauberkeit riechen, die irgendwie auch nach Weichspüler riechen, die nach Waschmittel riechen oder generell einfach gepflegt und sauber riechen. Die habe ich dir rausgesucht und ja, viel Spaß bei dem Video. Fangen wir an mit einem frisch blumigen Waschpulver und zwar Byredo Blanche ist das hier in meiner Hand. Das ist ein Duft, da passt der Name wie die Faust aufs Auge. Der riecht nämlich für mich wirklich weiß. Der riecht blanche. Der riecht wie Waschpulver im Flakon. Du kriegst hier Waschpulver mit leichten, frischen, blumigen Noten, aber in erster Linie eine richtige Putrigkeit in Moschusform. Das ist hier drin. Anders kann ich diesen Duft nicht beschreiben. Wenn du Waschpulver aufsprühen möchtest, nimm einfach den. Und damit bist du komplett bedient und riechst sauber ohne Ende. Haltbarkeit ungefähr 7 Stunden plus minus. Siage ist ein gutes oberes Mittelmaß. Den nimmst du auf jeden Fall wahr und wirst reinriechen. Weiter geht's zum nächsten. Der nächste wunderschöne Sauberduft ist der hier. Das ist Apollonia von Serjoff. Er riecht nach Sauberkeit, er riecht clean, er riecht wirklich wie auf dem Mond. Er hat so eine Art Silberglanz, der mitschwingt. Du kriegst hier auf jeden Fall wieder ganz viel Moschus, ganz viele helle Blüten. Ich rieche hier sogar eine kalte Seife raus. Ich rieche was leicht Trockenes und was leicht Putriges, aber alles in sehr, sehr angenehm, in sauber. Und ich würde sagen, das ist eine ganz, ganz leichte Weichspülnote, die du hier drin hast, aber in gehoben. Das ist jetzt kein Duft, da kommt jetzt noch einer, der nur nach Weichspüler riecht, sondern eine gehobene Weichspül-Sauberkeitsnote. Unglaublich schöner Duft. Es gibt so viele Komplimente zu diesem Duft. Ich habe generell das Gefühl, dass es sehr viele Leute gibt, die Komplimente vergeben für Sauberdüfte, die dann genauso riechen möchten. Und das ist so die Nummer eins. Das war so der Duft, für den ich die meisten Komplimente bekommen habe, wenn es um Sauberdüfte geht. Haltbarkeit ungefähr 7 Stunden plus minus. Siage ist eigentlich ein gutes Mittelmaß. Das ist ein Duft, mit dem wirst du einen Raum sauber machen. Sagen wir es mal so. Der Duft ist unten verlinkt. Wie immer, alle Prozente, die ich dir irgendwie geben kann, findest du wie immer unten. Und jetzt mache ich weiter mit dem nächsten Duft. Den kann ich dir nicht unten verlinken. Oder ich weiß nicht, ob ich ihn dir unten verlinken kann. Den gibt es nämlich im H&M. Und den hatte ich schon mal gezeigt. Ich zeige ihn dir jetzt gerade nochmal. Der passt halt einfach super gut in dieses Video. Das ist der hier. Das ist T-Shirt. Falls du jetzt hier neu bist auf diesem Kanal, siehst du den Duft vielleicht das erste Mal. Abonnier diesen Kanal, damit du keine Videos mehr von mir verpasst übrigens. Aber jetzt zurück zu diesem Duft. Das ist so ein richtiger Weichspülduft. Der riecht einfach nur nach Weichspüler, nach Sauberkeit und das war's. Da gibt's keinen Duftverlauf. Er riecht einfach nur gut, einfach nur frisch, wie ein weißes, frisch gewaschenes T-Shirt. Deswegen heißt er wahrscheinlich auch T-Shirt. Hat 6 Euro gekostet, das sind 20 Milliliter, da ist nicht mehr viel drin. Das ist mein zweiter Flakon schon. Den werde ich wahrscheinlich wieder nachkaufen, weil der geht einfach immer. Den kannst du in die Handtasche reinwerfen, mitnehmen und fertig. Haltbarkeit, wie gesagt, wie ist denn die gewesen? So ungefähr 5-6 Stunden habe ich den wahrgenommen. Das ist gar nicht so schlecht. Siage ist mittelmäßig, aber ist gut, da kann man gerne mal nachsprühen. Das verzeihe ich diesem 6-Euro-Duft. So, und jetzt mache ich weiter mit dem nächsten. Ich habe nämlich noch 1, 2, 3, 4, 5 Düfte für dich. Jetzt musst du aufpassen, dieser Duft macht nämlich extrem, extrem süchtig. Und das ist für mich so der eleganteste Sauberduft jetzt hier in diesem Video. Das ist nämlich Soleil Neige von Tom Ford. Du kriegst hier natürlich wieder Saubernoten, aber mit einer cremigen Blumigkeit. Das ist so ein cremiger Duft, bei dem ich das Gefühl habe, dass die Blüten genommen wurden und gewaschen wurden und danach in Beautycreme rein eingewickelt wurden. Irgendwie so riecht der Duft für mich. Aber in erster Linie wirklich sauber und sowas von angenehm. Und wie gesagt, bei dem Duft, hey, wenn du den einmal aufgesprüht hast, der wird dich nicht mehr loslassen, der macht süchtig. Und ich würde sogar sagen, ich hoffe, ich bereue es nicht, aber ich würde sogar sagen, das ist mein Lieblings-Tom Ford-Duft. Wenn ich mir nur einen Tom Ford-Duft aussuchen dürfte, wäre das immer der hier. Black Orchid ist auch sehr geil, aber ich glaube, ich würde mich für den entscheiden, weil er einfach so unglaublich schön ist. Der ist auch, ja. Ich darf jetzt hier nicht durchdrehen. Haltbarkeit, bevor ich es vergesse, 7 Stunden plus minus. Siage ist ein gutes oberes Mittelmaß. Den nimmst du wahr. Und auch für diesen Duft hier
habe ich sehr viele Komplimente bekommen. Der wurde mir sogar schon zweimal nachgekauft. Ja, weiter geht's zum nächsten. Wenn es jetzt hier um Sauberkeit geht, darf dieser Duft auf gar keinen Fall fehlen. Das ist von Julie Tessegan, Not a Perfume. Und der Name sagt eigentlich schon alles, das ist eigentlich gar kein Parfüm. Das ist nur ein Molekül, das hier drin ist, das einfach nur nach Sauberkeit und nach Reinheit riecht. Ich glaube, Cetalox heißt das Molekül, das hier drin ist. Das ist die Duftpyramide, die besteht nur aus diesem Molekül. Und hier kommt es auf deine Haut an, wie deine Haut mit diesem Duft interagiert und wie der Duft rauskommt. Wenn du warme Haut hast, also wenn dir nicht immer kalt ist, wenn du nicht immer kalte Füße, kalte Hände hast, sondern warme Haut, dann ist das wirklich ein Geheimtipp für dich. Dann passiert Magic auf deine Haut. Ich habe trockene Haut, aber im Sommer ist das wirklich der Geheimtipp überhaupt. Du sprühst den auf, also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt hier auf diesem Streifen was bringt, ne? Er riecht nämlich am Anfang synthetisch, doch, ich riech was. Synthetisch holzig. Am Anfang darfst du dich von der Synthetik nicht beeinflussen lassen. Da passiert Magic auf deiner Haut. Nach der Zeit wird er nämlich holzig und rein. Der riecht für mich einfach nur rein und nach Sauberkeit. Also wenn du Sauberkeit einen Namen geben möchtest, dann nennst du diese Sauberkeit, Julie Tessegan, Not a Perfume. So einfach ist das. Und wenn der dir zu schwach ist, was ich mir nicht vorstellen kann, wenn du warme Haut hast, wenn du trockene Haut hast, so wie ich, dann nimmst du den hier. Das ist Julie Tessegan, Not a Perfume Superdose. Das ist nochmal die extreme Art, die extreme Version von dem hier, ist das hier. Und der ist noch holziger, der ist noch synthetischer und der haut noch mehr rein, aber auch der riecht nach Reinheit, der riecht sauber. Und das ist auch nur ein Molekül, wenn ich mich nicht irre. Bei dem ist es Cetalox, ich glaube bei dem auch. Vielleicht haben sie da noch was hinzugefügt, ich müsste mal in der Duftpyramide nachschauen, aber beide Düfte riechen einfach nur rein. Die riechen weiß. So, weiter geht's zum nächsten. Der ist nämlich auch weiß. Viele Abonnenten haben mich gefragt, ob es einen Duft gibt, der nach einer Dove-Seife riecht. Diese typische Dove-Seife, die einfach nur himmlisch riecht. Und ich habe lange gesucht und ich habe ihn gefunden. Dieser Duft hier riecht wie eine Dove-Seife, der ist sogar weiß und sieht aus wie eine Seife. Das ist von Roberto Ugolini und zwar High Heel White. Das ist der blumigste, cremigste, femininste Duft hier in diesem Video. Habe ich diesen Duft, diesen Streifen schon besprüht? Ich weiß es nicht. Er riecht sauber. Also ja. Eben, das ist der cremigste, blumigste Duft in diesem Video und ich würde sagen, der femininste. Die anderen sind alle, sagen wir mal, unisex, weil Sauberkeit hat ja kein Geschlecht. Aber der hier, würde ich sagen, geht in die feminine Richtung. Also du kriegst hier eine krasse Sauberseife im Flakon. Die Dove-Seife ist das. Dann bekommst du hier ganz viel süße, cremige Blüten und so eine Art, ich würde mal sagen, das ist schon wieder so eine Beauty-Richtung. Der riecht schon wieder so ein bisschen nach Beauty, aber auch sehr, sehr aufgefrischt und putrig. Genau, putrig darfst du nicht vergessen. Der ist putrig, darf ich nicht vergessen. Der ist auch putrig. Aber wie gesagt, seifig und ich liebe seifige Düfte und auch der riecht für mich nach Sauberkeit. Also mehr Sauberkeit geht eigentlich fast gar nicht. Weil, sorry, eine Dove-Seife macht einfach nur sauber. Haltbarkeit 7 bis 8 Stunden, den habe ich letztens getragen. Der hat relativ lange gehalten. Ich glaube, der ist besser geworden. Je länger der gestanden ist, habe ich das Gefühl. Siage ist ein oberes Mittelmaß. Also go for it. Da kriegst du auch 100 Milliliter. Ich finde, Preis-Leistung passt bei dem Duft eigentlich ganz gut. Deswegen Daumen nach oben. Weiter geht's zum nächsten Sauberduft. Der nächste Sauberduft ist jetzt hier in Form einer Abfüllung in meiner Hand. Ich habe ihn noch nicht, er wird bei mir einziehen. Vielen Dank an die Abonnentin, die mir diese Abfüllung geschickt hat. Es gibt nämlich ganz viele Abonnenten von mir, die gesagt haben, hey Angelina, teste mal Zarco Parfums The Muse. Und zwar ist das hier diese Abfüllung. Das ist für mich auch so eine Art Sauberduft, aber ich würde sagen, der wohligste, wärmste Sauberduft. Der riecht auch noch nach Baumwolle. Und jetzt habe ich, ach, ist der schön. Jetzt habe ich hier noch ein Bild im Kopf. Das ist eine Baumwolldecke, die frisch gewaschen wurde und die danach im Trockner gelandet ist. Und wenn du die rausholst, genauso riecht der Duft. Baumwolle, warme Sauberkeit und Wohlbefinden. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und auch bei dem, bitte passt auf, er macht süchtig. Ohne Ende. Deswegen, der ist auf meiner Wunschliste ganz weit oben. Wie gesagt, ich liebe Sauberdüfte, ich liebe seifige Düfte. Und dieses Wohlbefinden möchte ich zu mir nach Hause holen. Haltbarkeit ungefähr 8 Stunden plus minus. Ich habe den echt lange auf meiner Haut wahrgenommen. Siage ist ein gutes oberes Mittelmaß, würde ich fast schon nicht sagen. Die ist schon sehr, sehr, sehr gut. Deswegen würde ich fast schon sagen, top. Ich werde den jetzt noch ab und zu mal testen, aber ich würde sagen, das ist eine Top-Siage und das heißt was. Das liebe ich. So, ich hoffe, du hattest jetzt hier Spaß bei diesem Video.
Ich hoffe, das war ein Thema, das dich interessiert hat. Ich habe nämlich so viele Anfragen bekommen und ich wünsche dir noch viel Spaß an deinem Tag heute. Abonnier diesen Kanal, lass mir einen Daumen nach oben da und falls du, ganz wichtig, noch Düfte kennst, die nach Sauberkeit riechen, schreib die mir unbedingt ins Kommentarfeld. Die werde ich mir besorgen. Ich muss die auf jeden Fall testen, weil ich suche gerade ganz viele Düfte, die so riechen. Ich habe zwar schon ein paar, aber mehr geht auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.